Gut, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Glenfiss Webinar, die neue DevOps Foundation Zertifizierung. Mein Name ist Alex Lichtenberger. Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Webinar angemeldet haben und dass Sie auch teilnehmen. Bevor wir loslegen, ein paar Hinweise. Sie sind alle stumm geschaltet. Sie können aber jederzeit Fragen stellen. Sie haben vor sich ein Tool. Sie können dort so die Hand Raising heißt das und dann kann ich Sie unmuten und Sie können die Frage stellen. Oder Sie können auch ganz einfach das Chatfenster benutzen. Zur Agenda des heutigen Webinars. Ich habe rund eine halbe Stunde geplant. Also bevor wir zur Vorstellung des Kurses selber kommen, denke ich als Einstieg, die Frage zu stellen, wieso DevOps? Also wieso ist DevOps ein Thema und auch ein DevOps-Ausbildungsangebot zu machen? Dann führt uns das zum DevOps-Institut. Der Kurs selber wurde entwickelt vom DevOps-Institut. Wir sind akkreditiertes Trainingsunternehmen. Dann zum Kurs selber, Ziel, Inhalt, Aufbau. Wer ist die Zielgruppe? Also wer sollte teilnehmen? Wie schaut der Zertifizierungsprozess aus? Und schlussendlich, wie buche ich den Kurs? Bevor wir da ins Thema gehen, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 4 Jahren bei der Glenfiss als Consultant und Trainer. Mein Steckenpferd ist so der Bereich Agile und DevOps. Agile sind wir schon länger unterwegs. Beratung, aber vor allem auch dann Training. Also ich gebe Scrum Master, Agile Expert Trainings und neu eben auch DevOps. Nun, als Einstieg, wieso DevOps? Und was ich da gemacht habe, ich bin mal so auf Google Trends gegangen. Sie sehen jetzt eine Grafik von heute Morgen. In Google Trends kann man ja visualisieren, wie oft gewisse Suchbegriffe abgefragt wurden. Und da sehen wir, Begriff Keyword DevOps ist relativ neu. Also das erste Mal aufgetreten, so Ende 2010. Und die Kurve zeigt ziemlich steil nach oben. Nun gut. Was aber richtig interessant oder was interessanter wird, man kann auch einen Drilldown machen, was sind dann konkret die Suchanfragen? Und die mit Abstand die häufigste Suchanfrage ist, what is DevOps? Und ich denke eben, das ist schon symptomatisch für DevOps. Also wenn ich jetzt euch fragen würde, was versteht ihr unter DevOps, da würde ich wahrscheinlich von jedem eine unterschiedliche Antwort bekommen. Und es ist so, dass DevOps, die einen verstehen darunter mehr einen kulturellen Approach, wie man Dev und Ops näher zusammenbringt. Andere sehen das mehr prozessbezogen, das sind die Themen Continuous Integration, Delivery und Deployment und Automatisierung. Und dann die anderen wieder dann wirklich mehr auf der Tool-Ebene. Und für andere ist es dann wiederum einfach nur ein Marketing-Schlagwort ohne Substanz. Der Grund dafür ist halt, DevOps ist nicht wie COBIT oder ITIL ein Framework oder ein Prozess, sondern man kann sagen, ja, da gibt es ein Buch, wo man das genau nachlesen kann. Es gibt zwar das wurde 2013 publiziert von Gene Kim, The Phoenix Project, so quasi der Auslöser der ganzen DevOps-Bewegung. Und da hat es halt viele, sagen wir, Praktiken, Ideen drin. Und aber so, schlussendlich muss man schon sagen, es ist halt etwas, das auch sehr noch in Entwicklung begriffen ist, aber auch sehr erfolgreich ist. Wenn wir jetzt das noch weiterspinnen und mal das inhaltlich anschauen, also ich will jetzt nicht lang und breit erklären, was DevOps ist, aber doch so ein bisschen eine Herleitung, auch wieder anschauen, was so eine Situation, die wir auch als Glenfiss sehr oft bei unseren Kunden antreffen, ist. Ich habe nochmal so eine Grafik gemacht, die kommt dann auch am Kurs.
eine Realität, ich sage dem Dev- und Ops-Realitäten, also wir haben ja oft, wir haben die Funktionen typischerweise IT-Organisation, Entwicklung, Dev und dann Ops, da zähle ich aber auch das Deployment dazu. Man versucht zwar schon über Prozesse vor allem die Zusammenarbeit zu regeln entlang dem Lifecycle, also vom Design bis hin zum Deployment. Was dann aber die Realität ist, ist halt, dass es oft nicht funktioniert. Ja. Wir haben dann so wie zwei Stereotypen auch. Es halt die Dev, die Entwickler, ja. Wenn man die Motivation von denen anschaut, ist halt wirklich, ich will Veränderung. Während Ops ist mehr stabilitätsgetrieben. Das sind zwei unterschiedliche Anreize. Ja. Und dadurch, dass man dann so zwei Silos hat, wird das dann die Prozesse sehr langwierig und dann DevOps spricht auch dann davon, diese Wall of Confusion, die dazwischen ist. Weil wir haben ja typischerweise ist ja Operations ist sehr stark in ITSM verhaftet, während Dev, die sind mehr durch agile Frameworks getrieben. Und das Ganze hat ja auch viel mit die Wahrnehmung von Ops und Dev der anderen Seite. Das hat ja auch viel mit Respekt oder eigentlich Disrespekt zu tun. Also die typische Dev-Sicht ist halt diese Operations-Leute, die verhindern alles und Ops sagt, ja, Dev, die muss man in geordnete Bahnen laufen lassen und sie liefern Services, Produkte, die nicht stabil sind. Wir müssen das dann ausbaden. Ne? Und hier oder DevOps hat dann schon der Ansatz, hat diesen Bruch, diese Wall of Confusion, das dann zu brechen. Ne? Und auch wirklich End-to-End-Sicht, ein gemeinsames Anreizsystem schaffen, aber auch noch viele weitere Aspekte. Und jeder von euch, der das Phoenix Project gelesen hat von Gene Kim, kann das sehr gut nachvollziehen. Er beschreibt eine Situation, die wir alle kennen, die typisch im IT-Abteilung, man hat den Druck von Business-Projekten auf der anderen Seite, Operation, und da gibt es auch zwischen, da gibt es immer diesen Clash und auch das Blame-Game. Und was ja dann DevOps auch, wenn wir das Ganze anschauen, hat er eine Lead-Time vom Design bis hin zur Inbetriebnahme und Realität ist auch, also der Druck ist immer mehr gestiegen, Time to Market soll verkürzt werden, DevOps will das auch verkürzen, ne? Also da kommt dann auch sehr viele Lean-Gedanken rein, ne? Also der kennt vielleicht das Sprichwort von Saint-Exupéry, das ist erst perfekt, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Also hat dann, und man hat dann halt Teams, auch gemischte Teams, wo Dev und Ops drin ist und die Leute, was DevOps nicht will, sind Trained Monkeys, die einfach nur ihren Teil des Prozesses ausführen, sondern die Leute verstehen die ganze Kette und versuchen kontinuierlich den Prozess zu verbessern. Das kommt auch so aus dem Lean raus. Und auch, und das ist, was ich ja erzähle, ist auch nicht grundsätzlich neu. Was auch ist, dass also Dev tendiert ja, sich auf das Produkt zu fokussieren. Es wird etwas gebaut und es ist dann nicht betreibbar. Und deshalb ist notwendig, dass Operation sehr früh einbezogen wird. Bereits schon im Design. Das ist eine Idee, die wir auch schon aus dem ITIL kennen. Also da, was bringt das? Also es hat wirklich kürzere Time to Market, robustere Services. Und wenn ich das jetzt methodisch betrachten würde, ist DevOps ist wirklich eine Kombination. Und der Mehrwert liegt eben in der Kombination von Lean, Agile und IT Service Management. Und ein Stück weit ist eben auch die Anerkennung von Agile durch Operation. Agile, das früher als rein etwas angeschaut wurde, um Softwareentwicklung. Es hat sich aber gezeigt, das kann man über die ganze Kette hinweg nutzen. Was auch noch interessant ist, DevOps ist sehr stark an Resultate orientiert. Und da gibt es auch Metriken, also wie messe ich den Erfolg von DevOps? Und da gibt es Studien,
Und das, was ich das erste Mal gesehen habe, das ist ja Wahnsinn, aber es ist schon, wenn man es richtig macht, es hat einerseits Code wird 30 Mal schneller geliefert, Deployment 8000 Mal schneller. Das hat damit zu tun mit Automatisierung, Continuous Integration, Delivery und Deployment. Das wird halt alles automatisiert. Auf der anderen Seite die Robustheit der Services, die erhöht wird. Ne? 50% weniger Servicestörung und Service Restoration 12-mal schneller. Das Ganze hat, das tönt jetzt schön und gut, ne? Also hat auch mit schlussendlich DevOps mit Praktiken zu tun. Also ein Kern, man sieht das dann auch im Kurs, da werden sehr viele Praktiken vorgestellt. Wenn Sie ein bisschen Agile, Lean und auch ITSM kennen, nichts von diesen Praktiken ist wirklich neu. Es ist aber interessant halt, wie es kombiniert wird. Und hier übergeordnet würde ich mal sagen, das ist auch sehr schön im Buch von Gene Kim beschrieben, sind diese Three Ways. Three Ways, der First Way ist also von links nach rechts, ich optimiere den Prozess. Das heißt, Continuous Integration, Delivery, Automatisierung. Second Way hat dann mehr zu tun mit Deeming Cycle, Feedback, Feedback von hinten nach vorne. Und the third way dann, und das kommt typisch aus dem Lean, Experimentation and Learning. Also das dann so Dinge wie Fehler. Fehler machen ist gut, fail offen, aber fail early. Weil wenn ich einen Fehler, wenn ich ihn erst am Schluss bemerke, dann ist es schon zu spät. Es ist gut, den Fehler früh zu machen und so kann ich den Prozess auch verbessern. Und keine Unternehmung ist gleich wie die andere. Ich sehe, da gibt es eine Frage. Herr Frey, Sie haben eine Frage? Ich habe sie unmuted oder auch nicht. Also da gehen wir weiter. Vielleicht kommt das später noch. Ist ja auch, dass viele sagen ja, DevOps ist nur für die sogenannten Unicorns. Das heißt, im DevOps man unterscheidet zwischen Unicorns und Horses. Unicorns sind die ja, diese Startup-Unternehmen, kleinen Silicon Valley-Unternehmen. Horses halt die großen Firmen und DevOps und da richtet sich eben der Kurs richtet sich genau um diese Leute, ist eben auch für auf Enterprise-Level. Der Challenge ist dann einfach, ist Legacy. Wie gehe ich mit dem ganzen Legacy-Bereich um? Gut, mal zur Frage, wieso DevOps? Was ist die Motivation? Was steckt dahinter? Ne? Und jetzt kommen wir mal weil schlussendlich ist auch für all diese Praktiken, da hat sich auch gezeigt, auch Feedback, das was Glenfiss bekommen hat, gibt es eigentlich irgendein Ausbildungsangebot. Und es gibt Ausbildung, aber die sind rein technischer Natur. Es gibt ja Tools, die die ganze Kette unterstützen, automatisieren, dir das Pushen in die Produktion inklusive Testing. Aber jetzt geht es wirklich darum, auch DevOps das nicht nur technisch zu betrachten. Und zu diesem Zweck wurde das DevOps Institute gegründet vor rund einem halben Jahr. Das DevOps Institute wurde gegründet von Alan Schimmel von DevOps.com und Jane Groll vom ITSM Academy, beide aus den USA. Und als ich das erste Mal gesehen habe, weil die hatten dann auch die Absicht, wir wollen einen DevOps Foundation Kurs entwickeln. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, ja, gute Marketing-Idee, weil das kann ja jeder machen, sich dann erheben zum quasi, wir sind jetzt das offizielle DevOps-Institut. Was sie sich dann aber gesagt haben, ist, das kann nur funktionieren, wenn das Institut, aber auch der Kurs,
selber getragen wird von den Leuten, die auch maßgeblich DevOps entwickelt haben. Ne? Und Sie können auch selber mal auf die Webseite vom DevOps Institute und Sie sehen da das Board. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt, das geht dann unten noch weiter. Und da haben wir halt den Gene Kim oben links, der Autor vom Phoenix Project. Und dann weitere aus dem Consulting-Industrie, also IBM, Pricewaterhouse etc. Die stehen hinter, also die schauen, dass das, was auch wirklich entwickelt wird am Kurs, dass das mit den Ideen übereinstimmt. Und dann gesagt, gut, machen wir mit. Wir als Trainingsunternehmen muss man durch einen Akkreditierungsprozess und wir waren dann effektiv das erste Trainingsorganisation in Europa, die dann akkreditiert wurden, um den DevOps Foundation Kurs zu geben. Das mal so zum Background, wo das herkommt. Und jetzt als nächstes steigen wir doch gleich in den Kurs selber ein. Also dieses DevOps Foundation Training. Genau, mal der Aufbau vom Kurs. Also ist so, es ist ein zweitägiger Kurs. Classroom Training und ja, vielleicht ist es sogar besser, wenn das ist jetzt so eine sehr grobe Übersicht. Ich gehe jetzt mal aus dem PowerPoint raus und ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Ja, das ist eine detailliertere Sicht. Und zwar, klar, am ersten Tag Einführung und dann die Frage, eigentlich eine ähnliche Frage, wie ich es jetzt auch im Webinar gestellt habe, wieso DevOps, auch DevOps aus Business-Sicht, aus IT-Sicht und dann eben diese Stereotypen, die ich auch eingangs erklärt habe. Dann, was ist effektiv DevOps? Und eben DevOps ist kein Framework, ist kein Tool, es ist auch keine Gegenbewegung zu ITIL. Und dann kommen verschiedene Themen im Performance, also am Schluss, you can't manage what you can't measure. Also ich habe auch diese Metriken vorgestellt, was bringt das Ganze? Und ein wichtiger, um das auch durchzusetzen, ist wichtig, ist Automatisierung. Dann die Prinzipien, die Three Ways, die werden auch im Buch von Gene Kim erklärt, habe ich auch hier im Webinar kurz erklärt. Und dann eben auch ein Abstecher in die anderen Frameworks, weil DevOps bedient sich ja auch anderen Ideen, die schon in Agile, Lean und ITSM vorkommen. Und ich finde das sehr bereichernd, weil ich komme ursprünglich mehr aus dem ITSM-Bereich und ich finde das super, oder wie Agile und Lean, das eben das, was ich kenne, oder? Schon, wie das eigentlich bereichert. Oder? Kultur, oder? Ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Oder? Es gibt da, ich war mal das war bei einer kleinen Bank, habe ich einen Scrum Master Kurs gegeben, da habe ich am Schluss auch noch DevOps vorgestellt. Da haben wir gesagt, ja, wir machen schon lange DevOps. Da habe ich gefragt, ja, wie macht ihr das dann? Und was die haben, ist, sie haben gemischte Teams. Also sind Teams den Services entlang, sind Entwickler, die Entwickler machen zum gewissen Teil auch Betriebe und so haben sie auch einen Anreiz, das, was sie bauen, dass das am Schluss auch funktioniert. Ja. Klar, ist irgendwie komisch. Oder? Man hat immer noch so nach dem römischen Grundsatz herrsche und teile und jetzt plötzlich ist wieder der Trend, dass man zusammenführt. Oder? Und dann zweiter Tag, organisatorische Aspekte etc. Und dann, ich denke, was ganz wichtig ist, ist hier die Praktiken. Also da geht man dann doch auch in die Tiefe, macht Übungen. Oder weil man ist ja nicht so, man kann ja nicht DevOps machen. Was man aber machen kann, ist, man kann Continuous Integration, Delivery, Deployment, man kann sich mit Kanban oder Scrum organisieren, man kann verstehen, dass ja, es gibt Constraints und man muss das Beste daraus machen. Experimentation and Learning etc. Und genau, da kommen noch so weitere Themen. Und
Zu Prüfung Zertifizierungsprozess komme ich dann noch. Schauen wir mal genau zu den, ich soll mal schnell schauen, ob da noch eine Frage aufgetaucht ist. Nein. Gehen wir zurück zur Präsentation. Ach mein Gott. So. Ja, also Unterlagen. Es ist so, wir verteilen Pre-Reading Material, also um sich auf den Kurs vorzubereiten, elektronische Form. Das ist erstmal so ein kurzer ein Skript, DevOps, The Basics. Dort werden zum Beispiel auch die Three Ways kurz erklärt und dann eine schöne Referenzkarte. Die geben wir dann aber auch ab dann am Kurs selber. Und im Kurs selber, da stellen wir bereit einen Foundation-Ordner mit dem Student Workbook. Und Student Workbook heißt bei uns, bei der Glenfis, es ist nicht einfach nur PowerPoint-Show, sondern es auch mit Übungen und mit so Flipchart, also wo man auch interaktiv gewisse Konzepte zusammen erarbeitet. Und eine USB-Stick mit der Slideshow drin, Prüfungssimulator. Was wir bewusst auch abgeben, ist das Buch von Gene Kim, Phoenix Project. Das ist wirklich so die Basis von DevOps. Empfehle ich jedem. Ich denke, ich glaube, es ist eine der meistverkauften Bücher aktuell, IT-Management-Literatur. Ja, und da vielleicht lohnt es sich auch noch, da in die Unterlagen selber zu schauen. Ich habe da mal, das ist ja eigentlich der Foliensatz, also ihr seht das zum Teil, klar ist es Präsentation, ne? Das sind jetzt zum Beispiel die Konzepte Continuous Delivery und Deployment, die sagen wir mal aus der Theorie erklärt werden. Aber da gibt es dann, jetzt gerade zu dem Beispiel, gibt es dann auch eine Übung dazu. Also wir machen dann so wie Assignments. Genau, jetzt muss ich das schnell finden. Genau, so way aus dem Lean raus, Waste. Und zum Beispiel vorher, genau, haben wir, gibt es hier auch eine Übung dazu. Also es ist auch durchaus, ist einfach nur Theorie, sondern auch, dass es geht darum, die Theorie anzuwenden. Fragen soweit? Ich schaue mal schnell auf mein Panel. Nein. Ah, da ist etwas. Nein, okay. Dann an wen richtet sich dieser Kurs? Grundsätzlich ist die Zielgruppe sehr breit. DevOps, das heißt Softwareentwicklung, IT-Operation, IT-Service-Management und Projektmanagement, welche sich in einem Enterprise-Umfeld bewegen. Also wenn ich eine One-Man-Show bin und Apps entwickle, dann ist DevOps für mich nicht interessant. Auch Personen, welche ein Basisverständnis für DevOps-Werte, Prinzipien, Praktiken und Automation gewinnen wollen. Also man muss schon sehen, es ist ein Foundation-Kurs. Also es ist sehr, sehr breit, aber man geht nicht extrem in die Tiefe. Da reichen auch die 2 Tage nicht dazu. Dann IT-Professionals, welche sich in einem ITSM, Agile und Lean-Umfeld bewegt. Ja, es ist eben wirklich so, dass ja eine DevOps eine Kombination aus den 3 Disziplinen. Also wenn man jetzt, ich denke, wenn man so ein ITSM-Professional ist, ist es sehr bereichernd, eben diese Praktiken aus dem Agile und Lean kennenzulernen, umgekehrt auch, oder wenn man mehr aus der agilen Welt kommt, dann die anderen Seiten kennenzulernen. Dann Kultur ist ein gewichtiger Aspekt von DevOps. Leute, die sich
dafür interessieren, ist der Kurs auch gedacht. Und dann auch, wenn Leute, also wenn sie jetzt selber im Unternehmen DevOps implementieren wollen, so quasi Change Champions sind, das für solche Leute ist der Kurs sicher auch interessant. Ich sehe, da gibt es eine Frage. Ja, Herr Hennekeuser, ich habe Sie unmuted. Sie haben eine Frage. Vielen Dank. Mich würde noch interessieren, was der Kurs kostet. Kommen Sie da noch drauf? Ja, da komme ich noch drauf, ja. Ja. Gut. Dann zum Zertifizierungsprozess. Es ist so, dass die Prüfung selber, die wird nicht im Kurs selber abgelegt, also nicht so wie beim ITIL Foundation Kurs, sondern am Ende des Kurses wird auf elektronischem Wegen online, also ein Voucher für eine Online-Prüfung verteilt. Diese Prüfung kann dann frei terminiert werden. Sie können die auch am Abend zu Hause machen, wann Sie wollen. Und die Prüfung selber sind 40 Multiple-Choice-Fragen, jeweils mit vier Antworten. Eine davon ist korrekt. Sie haben 60 Minuten Zeit. Das ist interessant, ist diese Online-Prüfung, sie ist beaufsichtigt. Das heißt, Sie müssen, Laptop muss eine Webcam haben, Sie müssen das Mikrofon eingeschaltet haben, vermutlich vorher noch kurz den Raum zeigen. Durchgeführt wird das von einer Organisation, die heißt People Cert. Wenn Sie dann die Prüfung bestanden haben und um die Prüfung zu bestehen, müssen Sie 65% richtig haben, dann bekommen Sie das DevOps Foundation Zertifikat. Und wie kann ich den buchen? Also ich zeige das vielleicht gerade am Live-Beispiel. Und zwar auf der Glenfist-Seite. Und da haben wir, die haben wir übrigens redesigned letzthin. Sie gehen hier auf Kurs, Schnellsuche, Agile und DevOps. Und hier sehen Sie den DevOps Foundation Kurs. Den können Sie sehen, der nächste findet am 15. September statt. Und es beantwortet auch Ihre Frage, Herr Hennekeuser, der Kurs kostet 2200 Franken. Und der Plus-Prüfung, wenn man das machen will, 250. Das geben wir aber die Gebühr, die uns belastet wird, 1 zu 1 weiter. Ja, das ist wie man den Kurs bucht. Das Ganze ist natürlich eingebettet in so eine größere Landschaft an Kursen, die wir anbieten. Denn hier der ganze, dieser grüne Bereich, Agile, DevOps, unter anderem was DevOps Foundation zu finden ist. Den Kurs, also man kann sich für einen Public-Kurs anmelden. Was wir aber auch oft machen, sind Inhouse-Kurse. Also Inhouse-Kurse, Firmenkurse können wir jederzeit anbieten. Das ist eben schon noch interessant, haben halt Leute aus dem gleichen Unternehmen. Und da kann man natürlich viel mehr auf die Problematik in dem konkreten Umfeld eingehen. Ja, mal Blick auf die Uhr. 28 Minuten. Ich sehe, Herr Thalmann, Sie haben die Frage, sind die Unterlagen alle in Englisch? Ja, das ist richtig, weil der Kurs selber wurde ja entwickelt vom DevOps Institute, und die ganzen Foren etc. ist halt sehr englischlastig. Das ist richtig, ist alles auf Englisch. Weitere Fragen? Nicht, dann möchte ich mich herzlich bedanken. Sie können, es ist so nach dem, die, das, ich habe das aufgezeichnet und das wird dann publiziert.
Mit den Slides, auf Wunsch kann ich Ihnen die auch direkt versenden. Ich stehe auch bereit für weitere Fragen, Diskussion. DevOps ist ja etwas, das ist relativ neu und entwickelt sich. Also ich bin da immer interessiert an einem Austausch oder wie andere auch DevOps sehen. Wir bloggen auch regelmäßig über solche Themen. Und da möchte ich noch einen Hinweis machen aufs nächste Webinar. Mein Kollege und der Geschäftsführer von Glenfiss, Martin Andermatten, er wird das nächste Webinar bestreiten zum Thema Cyber Resilience. Wie mache ich meine Organisation fit für die Zukunft? Da geht es um Resilia. Resilia ist ein neues, sehr vielversprechendes neues Framework im Bereich Security. Und das wird stattfinden am 17. September. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Rest des Tages. Auf Wiederhören!